Zeit für eine Revolution. Wahahaha. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Aufgrund meiner persönlichen verstörenden Lage habe ich mich ein wenig mit dem Thema Revolution auseinandergesetzt. Und genau darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Aber was versteht man eigentlich unter einer Revolution? Eine Revolution ist ein grundlegender und nachhaltiger struktureller Wandel eines oder mehrerer Systeme, der meist abrupt oder in relativ kurzer Zeit erfolgt. Der Begriff wurde im 15. Jahrhundert aus dem spätlateinischen Revoltio, das Zurückwälzen, entlehnt. Moderne Aufstände organisieren sich auf Social-Media-Plattformen wie Twitter, Femen ziehen sich nackt aus, um ihre Message in die Medien zu kriegen und Pussy Riot spielen Konzerte. Früher gingen die Menschen bei sowas auf die Barrikaden. Berühmte Beispiele dafür sind die Französische Revolution, die Deutsche Revolution 1848, auch Metz-Revolution genannt. Von Berlin bis Wien erzwangen die Aufständischen die Berufung liberaler Regierungen in den vielen deutschen Einzelstaaten und die Durchführung von Wahlen zu einer verfassungsgebenden Nationalversammlung. In der Paulskirche in Frankfurt am Main. Zum ersten Mal gingen die Deutschen gemeinsam auf die Barrikaden und hissten die deutsche Flagge in Schwarz, Rot und Gold. Oh, und natürlich nicht zu vergessen, die Star Wars Episoden 4 bis 6. Fun Fact: 1847 durften die Berliner Bauern nur die Kleinkartoffeln behalten, während sich die Adeligen die Großen geschnappt haben. Dadurch ist so eine Art Vorrevolution entstanden. Was lernen wir daraus? Finger weg von den dicken Kartoffeln. In der Vergangenheit gab es schon richtig verrückte Arten von Revolutionen. Und vier Stück davon sind so geil, dass ich sie euch jetzt zeigen möchte. Wie zum Beispiel das berühmte Katzenmassaker von 1730. In Paris bekamen die Druckergehilfen schlechteres Essen als die Katzen des Druckermeisters und seiner Frau. Daraufhin haben die Gehilfen nächtelang Katzenjaulen imitiert, bis der Druckermeister und seine Frau so genervt davon waren, dass sie angeordnet haben, alle Katzen zu töten. Die Gehilfen fingen die Katzen ein, schlugen sie halbtot und hielten dann einen Gerichtsprozess ab, bei dem die Katzen zum Tode durch ihr Hängen verurteilt wurden. Wegen Hexerei. Ich meine, what the fuck? Sowas ist doch heutzutage gar nicht mehr vorstellbar, oder? Oder etwa doch? Zumindest in Frankreich konnte man noch bis vor 33 Jahren mit der Guillotine hingerichtet werden. Aber es wird noch wesentlich besser. In seinem Tagebuch schrieb Louis XVI. Am 14. Juli 1789 einfach nur nichts. Damit meinte er den Jagdausflug, den er an diesem Tag gemacht hatte. Spaß. Number one und mein persönlicher Favorit: 1883 wurde der spanische König auf einer Paris-Reise beschimpft. Der Bürgermeister des spanischen Dorfes Lijar rief daraufhin gemeinsam mit 300 Bürgerinnen und Bürgern den Krieg gegen Frankreich aus. Und nichts ist passiert, kein einziger Schuss ist gefallen. 93 Jahre später besuchte König Juan Carlos Paris und wurde mit großem Respekt behandelt. Daraufhin hat er das kleine Dorf den Waffenstillstand ausgerufen. Geil, oder? Einer der bekanntesten Filme über Revolutionen ist ja V wie Vendetta. Allerdings läuft ja derzeit im Kino noch eine andere Filmreihe, bei der wir alle gespannt auf das Finale warten. Die Tribute von Panem. Los schnell, Mann, der Nebel ist giftig! Ach nö, Affen! Ach nö, Blutregen! Ach nö, Flutwelle! In der Geschichte kämpft sich die bezaubernde Katniss Everdeen durch alle Distrikte, um den bösen Präsident Snow und sein System abzusetzen. In Thailand wurde der Film schon in zahlreichen Kinos verboten und Bürger wurden verhaftet, weil sie den Dreifingergruß als Kritik an der Militärregierung gezeigt haben. Auch in China wurde der Filmstart auf unbestimmte Zeit verschoben. Ich werde weiter auf dich wetten. Immer, immer, für immer. So, das waren jetzt zwei bekannte Filmbeispiele. Aber denkt noch mal 3 Jahre zurück. Auch wir YouTuber und ihr, die Community, wart mal Teil einer Art Revolution. Na, wisst ihr, was ich meine? Ich helfe euch mal ein bisschen auf die Sprünge. You can't call this life. It is time to rise. Rise while you're still free and have a choice. Ganz genau. Es geht um ACTA. Es ging vielleicht damals nicht um die Regierung, sondern nur um das Internet. Aber wir haben damals gezeigt, dass wir gemeinsam stark sind und dass wir uns nicht alles gefallen lassen. Ich finde, das war damals unsere gemeinsame persönliche Revolution. Ansonsten würden heutzutage unsere Videos nicht mehr so aussehen, wie sie gerade sind. So, vielleicht habe ich euch jetzt so ein bisschen auf den Geschmack gebracht und ihr habt auch mal Lust, so richtig zu rebellieren. Dann postet mir jetzt eure Alltagsrevolution mit dem Hashtag #DeineRevolution auf Instagram oder Facebook. Und Revolution wird belohnt. Der Berlin Dungeon verlost zum Start ihrer neuen Tour zur Revolution 1848 eine Reise nach London. Infos dazu unten in der Videobeschreibung. Und wollt ihr jetzt mal wissen, was meine persönliche Revolution ist? Ich bin laktoseintolerant. Was ist deine Revolution? Wow. While you're
free and have a choice.